Heißt Schwaben, haben wir den Audi A6 der ersten Generation, wie er gebaut wurde von 1994 bis ins Jahr 1997. Ja, Ende 1994 entschied man sich beim Audi auch den 100er umzutaufen, nannte ihn dann A6. Er wurde dann komplett vorne und hinten überarbeitet, bekam neue Sitze, geändertes Armaturenbrett. Hier gab es auch kleine Änderungen. Auch die Außenspiegel wurden leicht verändert, sowie neue Alufelgen gab es. Ja, und so wurde einfach aus dem Audi 100 C4 der Audi A6 der ersten Generation. Das war 94. Bei der Motorisierung gab es einen 1,8 Liter Motor als Basis. Wir haben dann einen 2 Liter, wir haben den 2,3e, der fiel dann glaube ich weg. Es gab dann einen 2,6e, den haben wir hier, einen V6 Motor mit 150 PS. Dann gab es noch den 2,8e, auch einen V6 Motor. Im Dieselbereich gab es dann gab es dann den 2,5 TDI, der leistete dann richtig, glaube ich, 150 PS. Es gab sonst eigentlich wenig Motoren. Es gab, glaube ich, noch eine 2-Liter-Variante sowie ein 4,2 Quattro im Top-Segment. Neuigkeiten bei dieser Modellreihe. Hier gibt es eine Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung. Hier sehen wir diesen Knubbel am, ist diese Infrarot-Funkfernbedienung, damals noch relativ gut, die relativ gut funktioniert hat. Wir haben hier, wie gesagt, einen 95er 2,6e, also das Fahrzeug ist aus dem Jahr 1995 und hat bereits 570.000 Kilometer runter. Wir haben hier ein Fahrzeug in Amnestie-Schwarz, müsste das sein, in so leicht violett. Und im Innenraum haben wir diese sehr schöne Jaguar-Stoff-Sitzausstattung. Tja, der Audi A6, wie er hier gebaut wurde von 1994 bis ins Jahr 1997. Hier ist es ein sehr runtergerocktes Fahrzeug. Es gibt noch einige Limousinen im guten Zustand. Hier sehen wir es deutlich. Dieses Fahrzeug hat einiges schon mitgemacht. Der Auspuff ist auch schon leicht verbogen. Da wurde mal dagegen gefahren. Ja, solche Ruinen. Zustand eher hier 4 bis 5 oder 5, wenn man so sagt. Die Top-Fahrzeuge in diesem Zustand, Avant-Modelle, sind selten in gutem Zustand zu finden, weil das meistens Lastesel waren. Hier dieser 2,6 hat es ziemlich hinter sich, wird so um die 1000 Euro wahrscheinlich kosten, wenn überhaupt so viel. Die meisten Fahrzeuge liegen so im unteren Segment, so unter 1000 Euro. Top-Exemplare werden vom Audi A6 der ersten Generation, werden teilweise gute Exemplare, wie gesagt, gibt es für 2000 Euro. Top-Exemplare gehen langsam Richtung 10.000 Euro. Zu den Stärken und Schwächen des Audi A6 Generation C4, wie er hier steht, ab Baujahr 1994 bis 1997, zählen vor allem die langlebigen Motoren, hervorragendes Fahrwerk, sehr großer, großzügiger Innenraum, die voll verzinkte Karosserie, sehr gute Rostvorsorge, dazu gute 6-Zylinder sowie TDI-Motoren. Auch die 4-Zylinder sind sehr haltbar beim Audi A6. Zu den Schwachstellen, ja, es gibt Probleme mit den Domlagern, die sind bekannt, die verschleißen häufig die Domlager. Dann sollte man natürlich in diesem Alter auf Ölverlust am Motor schauen. Motor und Getriebe können natürlich hier anfällig sein. Ja, dazu natürlich das Fahrwerk, die Gelenke überprüfen und auch den Zahnriemen sollte man bei diesem Fahrzeug unbedingt ins Augenschein nehmen. Ein gerissener Zahnriemen sorgt natürlich für immens hohe Kosten. Und da muss dann der komplette Motor oder auch der komplette Zylinderkopf erneuert werden. Im Bereich unserer Bewertung liegen wir beim Audi A6 C4, wie er gebaut wurde, von 1994 bis 1997, dennoch bei einer Top-Bewertung 4,5 von 5 Sternen und ein sehr empfehlenswert.